Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere, es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. Haben wir hier einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Nicht anfassen! Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor.
Bestes, kann aber nichts versprechen. Ich geb's frei. Müsste gleich übertragen werden. Wenn du fertig bist, komm zu mir.
Gutes Timing. Gehen wir. Agent Husk, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Droide, öffne die Zelle. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Ende. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Warnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach spalten sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galatsystem leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sanos ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sanos-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Wir fliegen nach Talos und stoßen zum Rest der Flotte. Die Koordinaten
Nachricht vom Captain Winter. Bereiten wir den Hyperantrieb vor. Du musst was hacken. Du bist dran. Können wir das imperiale Signal noch mal checken? Wir haben kaum noch Zeit. Wohin wurde ich erreicht? Ich gehe da nicht mehr rein. Stopp. Agent Hart, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Imperiale Verschlüsselung ist hochkomplex. Verschlüsselte Infos gefunden. Droide, hack das Teil.
Droide, hack das Teil. Meine Sicht ist die Steuerung.
einleiten. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel, direkt vorauf.